Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Ja, willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Die Digitalisierung in allen Lebensbereichen nimmt zu und das Bankgeschäft ist davon nicht ausgenommen. Da passieren sehr viel spannende Dinge. Auch die Bankenwelt muss sich verändern. Und ich freue mich sehr, dass Ralf Fleischer heute hier ist, der Vorstandsvorsitzende der Münchner Stadtsparkasse. Herzlich willkommen. Herr van Hofen. Herr Fleischer, wenn man sich das so anguckt, seit dem Jahr 2000 sind jetzt mittlerweile mindestens jede vierte Filiale hat geschlossen und in den letzten Jahren scheint sich dieser Trend noch extremer fortgesetzt zu haben. Also wenn man ganz Deutschland nimmt, wenn man alle Banken damit einbezieht, inwieweit reflektiert das auf Ihre Bank hier in München und welche Maßnahmen haben Sie da jetzt ergriffen? Ja, das, was Sie gerade geschildert haben, ist ja ein Trend, der, wie Sie richtigerweise sagen, deutschlandweit und über alle Bankengruppen gilt und hat natürlich ganz entscheidend damit zu tun, dass unsere Welt insgesamt, aber insbesondere auch die Bankenwelt, immer stärker in die Digitalisierung geht, in Mobile Banking geht, in technische Unterstützung geht, ob es Internet ist, ob es der PC ist, ob es das Telefon ist. Die Kunden kommen auf vielen, vielen Wegen heute zu uns. Das war vor 20 Jahren noch ganz anders. Da war der Hauptkanal die Filiale, mittlerweile nicht mehr. Und das spüren wir. Und das ist natürlich bei allen der Grund dafür, weshalb die Anzahl der Filialen in der Menge zurückgeht. Aber wir dürfen nicht vergessen, in Deutschland sind wir immer noch mit den Filialen, die heute da sind, weit vorne im europäischen und im Weltvergleich und haben da immer noch ein sehr, sehr großes und breites Filialnetz. Also hier in München auf jeden Fall. Dieses Konzentrieren auf weniger Filialen, wie haben Sie das aufgeteilt in unserer Stadt? Ja, die Kunden nutzen die Filialen sehr viel weniger als früher und wir haben ganz bewusst jetzt zu Beginn des Jahres über nahezu 6 Monate eine sogenannte Kundenfrequenzanalyse gemacht. Das heißt, wir haben jede einzelne unserer Filialen mit Geräten ausgestattet, die gezählt haben, wie viele Kunden kommen in die Filiale und zweitens, was machen sie dann in der Filiale? Das ist ja auch interessant zu wissen. Und wir haben festgestellt, über 6 Monate mit sehr stabilen Werten, dass wir den überwiegenden Teil unserer Kunden, und da reden wir über weit 90%, in die Filiale kommen, um an die Geldautomaten zu gehen, an den Kontoauszugdrucker zu gehen oder sich gegebenenfalls das Geld auch am Schalter bar auszahlen zu lassen. Und nur ganz, ganz wenige gehen dann auch wirklich in die Beratung, in die Filiale hinein. Und das hat bei uns dazu geführt, dass wir uns mit der Frage beschäftigt haben, ist eigentlich unser heutiges Filialnetz auf dieser Grundlage noch das Richtige? Denn wir haben viele Filialen gehabt, da kommen am Tage, und ich nenne jetzt mal bewusst auch eine Zahl, um es deutlich zu machen, da kommen am ganzen Tage 8 Kunden im Schnitt hinein. Und wenn Sie dann eine Filiale haben mit 4 Mitarbeitern, das ist in der Regel die Mindestgröße, wo am ganzen Tag dann 8 Kunden in die Filiale kommen, um sich auch beraten zu lassen, dann können Sie damit natürlich keine wirtschaftliche Führung einer solchen Filiale durchführen. Und das hat bei uns dazu geführt, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie müssen wir eigentlich unser Filialnetz auf die heutigen Gegebenheiten anpassen. Was bieten Sie denn dann dem Kunden noch an, der also in diese Filiale reingeht, was er im Internet eben nicht bekommt? Ja, also ich glaube, der wichtigste Punkt ist heute nach wie vor die Beratung. Die persönliche Beratung, weil es gibt gewisse Themen, die können Sie nicht am PC erledigen. Und die wollen die Menschen auch noch nicht am PC erledigen. Ich nehme mal ein konkretes Beispiel. Was man über Mobile machen kann, über den PC machen kann, über das Internet machen kann, das sind die einfachen Dinge des täglichen Lebens. Sie können heute natürlich ein Tagesgeld, ein Termingeld, wo es keine große Beratung bedarf, problemlos am PC erledigen. Sie können heute ein Konto eröffnen, auch bei uns, und müssen nicht mehr in die Filiale kommen. Das geht von zu Hause, vom Sofa aus. Sie können sich über Video legitimieren,
sodass damit auch der gesamte Vorgang von zu Hause aus zu erledigen ist. Das ist alles einfach abbildbar. Gehen wir mal in die Baufinanzierung, Immobilienfinanzierung. Das können Sie heute auch am PC machen. Wir wissen aber von denjenigen, die das anbieten, dass die Abbruchraten in diesem Prozess, weil der dauert ja, Sie müssen dann durch verschiedene Ebenen durch, Fragen beantworten, Entscheidungen treffen, etc., etc. Und die Abbruchraten solcher Beratungen im Internet bei einer Immobilienfinanzierung, die sind extrem hoch. Das heißt, Sie brauchen für schwierigere Beratungsthemen nach wie vor den persönlichen Kontakt miteinander. Und dem haben wir jetzt mit unserem neuen Konzept weiterhin Rechnung getragen, indem wir nämlich unterschiedliche Gruppen von Filialen gebildet haben, um damit den Anforderungen und den Bedürfnissen der Kunden auch zu entsprechen. Machen Sie da eigentlich die Erfahrung, dass das auch irgendwo eine Generationsfrage ist, dass also die Älteren sehr viel lieber in die Filialen reingehen und die Jüngeren aufgrund des mit der Digitalisierung aufgewachsen sein, eben sehr viel mehr sich da auch dann bewegen, was Geldgeschäfte anbelangt? Also das würde ich so eins zu eins nicht zwingend unterschreiben. Sicherlich ist es so, dass die jüngeren Menschen affiner sind zu Internet, zu PC, zu Mobile Banking über Handy. Aber auch bei den jungen Menschen ist feststellbar, dass sie für komplexere und schwierigere Fragestellungen den persönlichen Kontakt suchen. Das erleben wir. Und ich mache auch von Zeit zu Zeit immer mal wieder mit Studenten der Hochschule Abende, wo wir uns austauschen und gewisse Themenstellungen aus der Finanzwirtschaft auch miteinander besprechen. Und dann stelle ich häufig auch die Frage, wie betreibt ihr euer Bankgeschäft? Und dann kommt sehr häufig auch von den 20, 25-jährigen jungen Studenten die Aussage, nein, wenn es wirklich konkret wird und wenn es darum geht, eine Entscheidung auch für eine längere Zeit zu treffen, in die Zukunft hinein, dann suchen wir weiterhin auch die Filiale auf. Also insofern würde ich sagen, ja, eine höhere Affinität ist da. Auch eine intensivere Nutzung dieser Kanäle ist da. Aber wenn es um wichtige Themen geht, kommt auch der junge Mensch nach wie vor in die Filiale. Lassen Sie uns noch mal kurz über die Filialaufteilung sprechen. Denn viele von uns haben ja schon die Erfahrung gemacht, dass man eben die Tür aufmacht und da ist ein Automat. Da sind gar keine Menschen mehr. Und dann gibt es eben Filialen auch, wo man sozusagen jedes Thema dann auch behandeln kann. Wie haben Sie das aufgeteilt in München und warum macht das für Sie Sinn? Ja. Also für uns war wichtig, nicht einfach hinzuschauen und zu sagen, es kommen weniger Kunden und jetzt schließen wir alleine Filialen. Das war nicht unser Angang und auch nicht unser Ziel. Sondern wir haben gesagt, wo brauchen eigentlich unsere Kunden die Stadtsparkasse, eine Filiale der Stadtsparkasse. Und deswegen haben wir einige Stellen auch geschlossen, insgesamt 5, die wir komplett schließen. Aber wir haben auch andere Stellen geschaffen, die wir aufwerten. Wir hatten bisher im Stadtgebiet Münchens verteilt 8 sogenannte Beratungscenter. Diese Beratungscenter sind im Grunde genommen kleine Sparkassen vor Ort. Da sind 30 bis 40 Mitarbeiter von uns beschäftigt, die die gesamte Produktpalette abdecken. Ob es um die Vermögensanlage geht, um das Kreditgeschäft geht, ob es um den Privatkunden geht, den Firmenkunden geht, ob es zu Spezialthemen wie Wertpapiergeschäft geht, Lebensversicherungen geht. Also wirklich die gesamte Palette wird in dieser kleinen Sparkasse dann abgebildet. Und die haben dann auch alle Informationen über mich müssen, muss nicht von einer anderen Sparkasse erst angeliefert werden. Genau, ja. Die sind dann vollkommen autark, im Grunde genommen so kleine Sparkassen vor Ort. Davon hatten wir bisher im Stadtgebiet 8 Stück. Und wir werden jetzt im Zuge der Veränderungen, die im März des kommenden Jahres dann umgesetzt werden, aus diesen 8 17 machen. Das heißt, wir nehmen 9 weitere Standorte im Stadtgebiet Münchens in diese aufgewerteten Beratungscenter, die kleinen Sparkassen vor Ort. Wir haben diese 9 Standorte ausgewählt nach der Kundenfrequenzanalyse, wo wir nämlich erkennen konnten, wo Schwerpunkte unserer Kundenanfragen sind, wo viele Menschen leben, wo die Nachfrage nach unseren Leistungen extrem hoch ist. Das ist ein Aspekt. Wir haben dann des Weiteren eine Vielzahl von Filialen, insgesamt 31, die wie heute unverändert weiter geöffnet sind. Und wir haben daneben dann noch 10 Filialen, wo wir sagen, da ist der Andrang, der Kundenandrang sehr überschaubar geworden. Aber das sind durchaus Standorte für die Zukunft, wo man noch nicht genau weiß, in welche Richtung das geht. Da sind zum Beispiel
Vororte, wo in den nächsten Jahren Stadtentwicklungen stattfinden werden, wo neue Wohngebiete entstehen werden. Und da haben wir gesagt, da wollen wir im Moment noch nicht eine komplette Schließung vornehmen, sondern wir öffnen dann tageweise, 2-3 Tage die Woche. Und dann schauen wir uns die Weiterentwicklung ab. Und wenn durch neue Erschließungen, neue Wohngebiete dort wieder mehr Menschen hingehen und mehr Kundennachfrage entsteht, dann ist es ja ein leichtes, dann auch diese Filialen wieder in der Zukunft komplett zu öffnen. Das sind weitere 10, sodass wir dann in München insgesamt 58 Filialen bemannt haben, über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Und es gibt keine, doch einen einzigen Standort, der mehr als 2 Kilometer von dem nächsten entfernt ist. Also wir haben bei 57 Stellen die Situation, dass zur nächsten Filiale der Stadtsparkasse München maximal 2 Kilometer zurückzulegen sind. Und ich denke, damit haben wir nach wie vor eine extrem gute Dichte hier in der Stadt und auch für den Kunden sehr nahe Wege, um dann auch zur nächsten Filiale zu kommen. Wenn der eine oder andere macht sich vielleicht Gedanken darüber, dass die Bargeldversorgung gar nicht gesichert ist, also weil es jetzt plötzlich keinen Zugang mehr zu einer Sparkasse oder in der Nähe gibt. Wie können Sie Ihren Kunden garantieren, dass das nicht der Fall ist? Also an der Stelle können wir jegliche Bedenken ausräumen. Weil das, was ich Ihnen ja eben geschildert habe, sind ja unsere bemannten, das heißt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgestatteten Filialen. Wir haben darüber hinaus in München insgesamt 220 Geldautomaten stehen. Insofern sind ja nicht nur in den Filialen diese Geldversorgungen, sondern wir haben auch in Einkaufszentren Geldautomaten stehen. Wir haben teilweise in U-Bahnhöfen Geldautomaten stehen, sodass damit wirklich noch sichergestellt ist, dass die Bargeldversorgung zu jeder Zeit und zwar sehr, sehr nah in den Abständen zueinander funktioniert. Und diese Sorge kann ich komplett nehmen. Wenn man jetzt mal auf die interne Diskussion in der Stadtsparkasse guckt und man sich also diese Beratungscenter noch mal vor Augen führt, was bedeutet das konkret für Ihre Mitarbeiter? Ist da jetzt eine große Sorge, dass wenn diese Filiale zumacht, dass das auch für ihn negative Konsequenzen hat? Oder wie wird das diskutiert bei Ihnen? Nein, weil wir, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig und auch, glaube ich, wichtig für die Menschen in der Landeshauptstadt zu wissen, weil es nicht unsere Absicht ist, mit diesen Veränderungen Personal zu reduzieren im Vertrieb. Das heißt, die Anzahl der Mitarbeiter, die bei uns im Vertrieb arbeiten, wird auch nach der Umstellung die gleiche sein. Weil wir durchaus der Auffassung sind, dass wir am Standort München die Potenziale auch haben, mit diesen Mitarbeitern das notwendige Geschäft mit den Kunden zu machen. Und deswegen geht es uns im Wesentlichen darum, eine bessere Allokation unserer Mitarbeiter hinzubekommen und sie an die Standorte zu bringen, wo die Kundenfrequenz vorhanden ist, wo die Nachfrage vorhanden ist, um damit auch eine ausreichende Zahl von Mitarbeitern vor Ort zu haben, die dann diese Kundenwünsche befriedigen können. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt, dass wir versuchen, jetzt aus den weniger frequentierten Standorten die Mitarbeiter dahin zu bringen, wo sie benötigt werden, und damit auch den Kunden zu jeder Zeit eine gute, qualitativ gute, aber auch eine Leistung zu erbringen, wo sie nicht lange auf die Leistung warten müssen. Bedeutet das auch, dass Sie Mitarbeiter noch mal nachschulen, umschulen, ja, weil die kommen ja doch aus gewissen Prozessen heraus und müssen also in eine andere Umgebung jetzt? Ja, also das ist ohnehin ein permanenter Prozess. All unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden permanent weiterentwickelt und geschult, weil natürlich auch neben diesen räumlichen, inhaltlichen Veränderungen immer wieder neue gesetzliche Änderungen kommen, steuerrechtliche Änderungen kommen und wir ohnehin regelmäßig mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern solche Schulungen machen. Und das werden wir jetzt natürlich auch machen, gerade für die sich verändern, dass wir sie auf die neuen Gegebenheiten auch einstellen. Stellen Sie da eine Bereitschaft fest, dass die Mitarbeiter auch mitziehen? Denn das ist ja für ein Unternehmen und für den Vorstandsvorsitzenden natürlich ungeheuer wichtig. Ja, absolut. Ich bin jetzt seit 4 Jahren hier in München. Wir haben jetzt gerade vor 2 Monaten die 3. Mitarbeiterbefragung in dieser Zeit durchgeführt. Und uns ist immer wichtig auch zu wissen, wo stehen unsere Mitarbeiter? Was halten sie von dem, was wir planen und durchführen? Und wie stehen sie auch dazu? Und wir haben jetzt gerade die Ergebnisse dieser 3. Mitarbeiterbefragung bekommen und haben eine hohe Zustimmungsquote zu der Strategie, die wir da fahren und zu den
Erfordernissen, die wir in der heutigen schwierigen Zeit, für Banken ja sehr schwierigen Zeit auch haben. Die Zustimmungsquote liegt dabei 80%, annähernd 80%. Und das ist ein extrem hoher Wert. Und das zeigt aber, dass unsere Mitarbeiter schon wissen, in welch schwieriger Umgebung mit diesen niedrigen Zinsen und den Auswirkungen darauf auf die Ertragslage der Bank vorhanden sind. Und deswegen ist die Bereitschaft auch hoch, diese Wege mitzugehen. Und das nehmen wir immer wieder sehr positiv auch zur Kenntnis, dass man auch auf dieser Ebene von den Mitarbeiterinnen Zustimmung erfährt. Ja, ich finde das interessant, dass also die Mitarbeiter eben erkennen, dass es nicht sozusagen eine interne Entscheidung ist, weil der Vorstand sich das mal so ausgedacht hat, sondern die Welt verändert sich gerade und in der Bankenbranche natürlich auch ganz extrem. Und deshalb finde ich es auch interessant, dass Sie diese Direktfilialen haben. Das ist ja sozusagen dann eine Begegnung mit einem Menschen, den man also nicht physisch im gleichen Raum hat. Da muss ja sozusagen nicht nur der Banker neue Erfahrungen machen, sondern der Kunde macht da ja auch Erfahrungen. Und wie matcht sich das zurzeit? Auch das eine interessante Entwicklung. Das ist auch Teil unseres neuen Konzeptes, das wir gesagt haben. Wir müssen auch den Kunden, die nicht mehr zu uns kommen können, eine Gelegenheit bieten, ihre Geschäfte zu erledigen. Und wir haben im Januar 2016 begonnen, im Firmenkundenbereich eine sogenannte Business Line einzurichten. Das heißt, dort sitzen ausgebildete Berater und stehen für unsere Kunden für sämtliche Fragen telefonisch zur Verfügung. Gerne auch, wenn Sie möchten, per Internet, aber in der Regel erfolgt es telefonisch. Videokonferenz ist also möglich. Ginge auch, aber der überwiegende Teil nutzt es telefonisch. Ja. Und der Kunde kann dort sämtliche Fragestellungen mit dem Berater am Telefon fallabschließend behandeln. Mhm. Das heißt, wir haben eine hohe Zufriedenheit da erfahren, auch von unseren Kunden, die gesagt haben, das ist eine bequeme Möglichkeit, auch die wichtigen Dinge im Finanzgeschäft auf diesem Weg zu erledigen. So, und wir werden jetzt ab März 2018 diesen Ansatz auch in das Privatkundengeschäft übertragen. Das heißt, wir werden eine Gruppe von ausgebildeten Beraterinnen haben und Beratern, die dann den Kunden für sämtliche Fragen auch telefonisch zur Verfügung stehen. Und das sind nicht nur Servicefragen, mal eine Überweisung oder einen Kontostand abzufragen, sondern das geht auch in den Produktverkauf, Beratung hinein. Privatkundengeschäft, muss man ja wissen, das ist sozusagen das Höchste im Bankgeschäft, wo man also wirklich mit ganz viel Vertrauen auch dem Kunden gegenüber arbeiten muss. Genau. Ne? Ja. So, und wir wollen damit den Kundinnen und Kunden die Möglichkeit geben, auch, ich sage jetzt mal, außerhalb der üblichen Öffnungszeiten, denn das ist der Vorteil, wir werden diese Direktfiliale dann von 8 Uhr bis 20 Uhr betreiben, also deutlich länger auch als die Öffnungszeiten, damit die Möglichkeit geben, ihre Geschäfte auch nach Beendigung der Arbeitszeit von zu Hause aus zu erledigen und zwar so zu erledigen, dass es auch bis zum Vertragsabschluss kommen kann. Auch am Wochenende? Am Wochenende im Moment erstmal noch nicht, aber wir werden jetzt mal starten, montags bis Freitag von 8 bis 20 Uhr. Mhm. Und dann werden wir mal schauen, ob es dann vielleicht auch angezeigt ist, das möglicherweise nochmal auszuweiten. Mhm. Jetzt würde ich gerne nach der Werbepause mit Ihnen über Fintech-Firmen sprechen. Denn da weiß man ja, dass die besonders die Banken, aber auch das Hotelgewerbe, das Taxigewerbe, eben viele andere Gewerbe auch angreifen. Und da würde mich Ihre Strategie gleich mal interessieren, wie Sie sich dagegen aufstellen. Ja, mit Ralf Fleischer, dem Vorstandsvorsitzenden der Stadtsparkasse, unterhalte ich mich über die spannenden Entwicklungen in der Bankenbranche. Und da gibt es die Abkürzung Fintech, die dann heißt Financial Technology. Und das ist im Grunde genommen eine neue Entwicklung von Playern, kann man ja eigentlich sagen, die sich einzelne Bereiche, die das Bankensystem bis jetzt als eigenes System definiert hat, rauspicken und ihnen da dann natürlich auch Konkurrenz machen.
Wo liegt der Vorteil für Sie gegenüber den Fintechs, die sozusagen ihre Geschäfte ziselieren und versuchen rauszuziehen? Also ich gehe im zweiten Schritt vielleicht auf die Beantwortung ein und will noch mal kurz einen kleinen Rückblick machen, so in die Jahre 2012, 2013, als das Thema Fintechs hochkam. Ja. Da wurde in vielen Fachveröffentlichungen, Beiträgen in der Presse immer wieder berichtet, das ist jetzt die Bedrohung für die Bankenwelt schlechthin. Ja. Und das wurde auch breit diskutiert und auch sehr breit so gesehen. Wir sind jetzt heute ein paar Jahre weiter und ich würde sagen, dass diese Diskussion mittlerweile eine andere Qualität bekommen hat. Natürlich gibt es Fintechs, die in verschiedenen Themengebieten sich durchgesetzt haben und sehr erfolgreich unterwegs sind. Und wenn wir jetzt mal von der Bankenbranche weggehen, gibt es Airbnb für den Hotelbereich, Uber fürs Taxi, Spotify bei der Musik, die sehr große Marktanteile haben, sehr erfolgreich unterwegs sind, ohne ein Hotel zu besitzen, ohne ein Taxi zu besitzen oder ohne irgendwelche Künstler unter Vertrag zu haben. Aber wir müssen natürlich auch fairerweise sagen, das ist die Spitze des Eisberges. Von denen, die starten, kommen nur ganz, ganz wenige durch und noch weniger werden so erfolgreich wie die gerade genannten. Das hat in den letzten Jahren ein Stück weit dazu geführt, dass es, glaube ich, eine Neujustierung gegeben hat zwischen Banken und Fintechs. Und die Neujustierung sieht an vielen Stellen so aus, dass man sagt, Bank kann im Grunde genommen diese Schnelligkeit, die ein Fintech hat, diese hohe Veränderungsgeschwindigkeit, diese Möglichkeit, Prozesse innerhalb kürzester Zeit zu entwickeln, und zwar im Kundeninteresse zu entwickeln, weil ich mir nur einen ganz kleinen Teilbereich raussuche und nicht eine ganze Kette habe, die wir als Bank haben, das kann sich die Bank zunutze machen. Die Bank hat den Vorteil gegenüber dem Fintech, dass sie in der Regel den Kunden hat. Und ich glaube, und das erkenne ich immer mehr und immer stärker in den letzten Monaten, dass die Zusammenarbeit zwischen Fintechs und Bank stärker wird und größer wird. Also sicherlich auch eine gewisse Konkurrenzsituation nach wie vor da ist, aber nicht mehr im Sinne von, die werden uns irgendwann das komplette Geschäft wegnehmen, sondern eher im Sinne von, lass uns mal schauen, wo wir gemeinsam uns weiterentwickeln können. Wir haben die Kunden, ihr habt die Schnelligkeit, die Veränderungsprozesse, die wir bei uns mit nutzen können. So, und insofern glaube ich, sind auch wir als Stadtsparkasse München dabei, mit einigen dieser sogenannten Fintechs zusammenzuarbeiten und einzelne Produktfelder rauszusuchen, wo wir glauben, dass da eine technische Weiterentwicklung, digitalisierte Weiterentwicklung uns hilft. Und es gibt andere Bereiche, wo wir sagen, da sind wir selber auch gefordert, uns weiterzuentwickeln. Und wir haben auch innerhalb unserer Sparkassenfinanzgruppe vielfältige Themen in den letzten Wochen und Monaten ja auf die Tagesordnung gebracht, wo wir uns in dieser digitalisierten Welt auch aus uns heraus selber weiterentwickeln. Und deswegen wird es, glaube ich, ein sowohl als auch geben und kein Entweder-Oder. Also Sie können natürlich auch von den Fintechs lernen. Ja. Ne? Und ich meine, wenn die was Gutes machen, dann können Sie sich überlegen, dann machen wir das halt auch. Ja. Also ist doch eigentlich, so funktioniert es in unserer Branche natürlich auch. Wenn der eine erfolgreiche Sendung macht, dann wird es von allen anderen kopiert. Ja. Und ist es denn so bei der Zusammenarbeit, dass, wie muss man sich das vorstellen, übernehmen Sie die Firma oder teilt man sich dann den Gewinn des einzelnen Projekts? Also da sind ja alle Spielmöglichkeiten offen. Es gibt Themenfelder, wo wir als Gruppe, jetzt nicht als Stadtsparkasse München, aber als Finanzgruppe, Sparkassenfinanzgruppe, auch das ein oder andere Unternehmen gekauft haben. Aber es gibt auch viele Themenfelder, wo man wirklich miteinander kooperiert und ich sage jetzt mal im Sinne der Auftragsarbeit, gewisse Themenstellungen von den Fintechs machen lässt und dann in das eigene Produktangebot nachher mit übernimmt und für die Leistung dann bezahlt. Also da gibt es aber ganz, ganz viele unterschiedliche Spielarten, die wir da haben. Wichtig ist an der Stelle immer, sich regelmäßig miteinander auszutauschen. Was sind eigentlich mögliche Themenfelder, die für die Kunden, und das muss ja der Fokus sein, klar, also zu überlegen,
wie kann ich eigentlich das Geschäft mit dem Kunden vereinfachen? Denn wir stellen ja immer mehr fest, und ich glaube, wir beide gehören zu der Gruppe auch, zu sagen, es muss einfach zu handeln sein, es muss mir einen Vorteil bringen, ja, es muss sicher sein. Das sind so die Punkte, die ja bei solchen Veränderungen immer eine große Rolle spielen. Und wir nutzen eine App auf dem Smartphone ja dann, wenn sie einfach ist, wenn sie sicher ist und wenn sie uns einen Vorteil bringt gegenüber der alten Welt. Und da muss man immer wieder hinschauen und sagen, was sind eigentlich Themen, wo wir genau diese Einfachheit, diese Sicherheit und diese Vorteilhaftigkeit für den Kunden produzieren können. Und das machen wir in regelmäßigen Sitzungen auch mit Fintechs, mit anderen und überlegen, was sind eigentlich die nächsten Schritte. Wenn ich mich zurückerinnere, wie das Privatfernsehen angefangen hat, da entstanden dann eben auch 2, 3 Fernsehsender. Und die mussten dann natürlich auch Personalentwicklung machen und haben natürlich auch bei den Etablierten geguckt und gesagt, oh, da ist ein guter Mann, da ist ein guter Mann, und haben die rausgezogen. Inwieweit stellen Sie fest, dass Fintechs auf die traditionelle Bankenwelt zugehen und Ihnen da Mitarbeiter klauen? Also das ist noch sehr überschaubar. Natürlich gibt es immer wieder diese Versuche auch. Aber ich glaube mal, dass der Bankmitarbeiter, der Sparkassenmitarbeiter auch schon die Vorzüge des Sparkassenlebens zu schätzen weiß. Und natürlich auch weiß, dass er sich dort in einem sehr gesicherten Umfeld befindet, während ja bei dem Fintech nicht immer sicher ist, ob es das morgen, übermorgen oder überübermorgen noch gibt. Ja. Und deswegen ist das überschaubar, und wir haben bisher in der Vergangenheit noch nicht festgestellt, dass es dort große Bewegungen gibt. Es gibt immer mal den einen oder anderen, gerade auch der jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich bin bereit, auch diesen Schritt zu gehen, weil ich im Zweifel auch immer noch mal wieder umschwenken kann. Aber ich sag mal, je stärker ich in sozialen Netzen mich bewege, ich Familie habe, ich Kinder habe, ja, nimmt die Bereitschaft, einen solchen doch häufig wichtigen und entscheidenden Schritt zu gehen, ein Stück weit bei den Mitarbeiterinnen ab. Das ist schon eine tolle Absicherung, wenn man für die Sparkasse arbeitet. Das ist gar keine Frage. Jetzt, Sie haben davon gesprochen, dass Sie eben den Kundenkontakt haben, dass da eben seit über Jahrzehnte, kann man ja wirklich sagen, Kundenkontakte entstanden sind, Vertrauen entstanden ist. Was natürlich in der digitalen Welt jetzt passiert, dass so bei Facebook, bei Google, bei Apple, bei Amazon, dass da auch ja, so ein Kundenverhältnis eben aufgebaut wird. Mhm. Und durch die Digitalisierung haben diese großen Konzerne natürlich auch ungeheuer viel Information über ihre Kunden. Vielleicht sogar auch mehr als Sie, weil die eben tatsächlich also in das große Detail eines jeden einzelnen Menschenleben hineingucken können. Wie groß sehen Sie denn die Gefahr, dass also auch von dort, jetzt nicht nur von Fintechs, das sind also sozusagen Start-up-Unternehmen, aber eben auch von diesen großen Firmen eine Konkurrenz entsteht? Denn die könnten ja auch sich überlegen, ins Bankgeschäft einzusteigen. Ja, also die Gefahr ist sicherlich da. Spannend wird sicherlich die Frage sein, ob diese großen Konzerne ein Interesse haben, in dieses komplexe Bankgeschäft einzusteigen, weil wir wissen alle, dass die Regulatorik, die wir zu erfüllen haben, durchaus ansehnlich ist. Und ich glaube, dass eher die Wahrscheinlichkeit besteht, dass in einzelne Themengebiete herein man sich da entwickelt. Wir erleben es ja heute auch ein Stück weit im Thema Zahlungsverkehr, wo diese Konzerne auch durchaus schon versuchen, ein Stück weit hineinzukommen. Aber ich glaube nicht, dass sie in das breite und komplexe Bankgeschäft einsteigen wollen. Vielleicht in vielen, vielen Jahren mal, aber jetzt für die nähere Zukunft würde ich das nicht unterstellen. Aber was man natürlich schon feststellt, ist, dass in unterschiedlichen Themengebieten einer Bank sich die Wettbewerber einzelne kleine Segmente herauspicken und versuchen, da in das Kundengeschäft auch einzudringen. Was man aber nicht unterschätzen darf, und ich glaube auch in Deutschland ganz besonders nicht unterschätzen darf, ist, dass der Kunde ein sehr, sehr starkes Vertrauensverhältnis benötigt für seine Geldgeschäfte.
Und da ist es natürlich so, dass gerade die amerikanischen Konzerne und auch die Fintechs sicherlich gegenüber uns heute noch einen Nachteil haben. Mhm. Und wir wissen auch alle um die Diskussion über Datensicherheit. Wenn Sie mit uns Geschäfte machen, dann wissen Sie, dass die Daten hier in München sind. Ja, wenn Sie über Facebook oder sonstige Geschäfte machen, dann wissen Sie, dass die Daten in Amerika sind oder wo auch immer auf dieser Welt und vielfältigst genutzt werden können. Ich habe gerade heute Morgen auf dem Weg hierhin einen interessanten Beitrag im Radio gehört. Da ging es darum, dass sich ein Pärchen abends zu Hause über den Kauf einer Jeans unterhalten hat. Und 5 Minuten später hatten beide interessanterweise genau diese Jeans, über die sie gesprochen haben, auf ihrem Handy. Ja, und dann fragt man sich natürlich, wie kann sowas sein? Und das sind, glaube ich, Themen, die im Moment eine hohe Bedeutung haben. Aber die Bedeutung kann aus meiner Sicht in der Zukunft noch viel größer werden, wenn nämlich mal bewusst wird, jedem bewusst wird, worüber wir hier eigentlich reden. Und welche Daten man sozusagen nonchalance da in die Welt streut. Genau so ist gar das. Keine Frage. Aber bleiben wir kurz bei dem Thema Sicherheit. Ich meine, Sie haben ja auch Apps. Ja. Und müssen die Leute ja auch davon überzeugen, dass die sicher sind. Ja. Ich habe erstaunlicherweise auch mit Menschen gesprochen, sagen wir mal so von der Industrie- und Handelskammer, wo man sagen müsste, da sitzt einer, der also das, solche Sachen natürlich auch nach vorne treibt, ja. Aber dann sagt, ich selber benutze das nicht, weil ich große Sorgen habe, dass da meine ganzen Informationen missbraucht werden. Inwieweit, also ich meine, ich kann mir das gar nicht mehr anders vorstellen selber. Ich benutze das täglich. Aber inwieweit können Sie solchen Leuten auch die Angst nehmen? Also die Angst kann ich nehmen, weil die Systeme sehr, sehr sicher sind. Mhm. Und entscheidend davon abhängen, wie vertrauensvoll ich mit den Daten umgehe. Und ich will mal ein Beispiel, ein Bild versuchen zu produzieren. Wenn Sie Ihre Geldbörse nehmen und legen sie in einem Lokal hier auf den Tisch und unterhalten sich, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, dass diese Geldbörse vielleicht irgendwann nicht mehr da liegt. Auf dem Oktoberfest ganz gefährlich. Auf dem Oktoberfest ganz gefährlich, ja. Und genauso ist es mit den elektronischen Zahlungen. Solange Sie Ihre PIN und TAN so verwahren, dass da kein anderer drankommt, passiert auch nichts. Aber wenn Sie natürlich diese Daten mit sich rumtragen und dann verlieren oder sie gestohlen werden, dann ist natürlich eine Gefahr da, genauso wie bei dem Portemonnaie. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, nochmal immer wieder die Menschen darauf hinzuweisen, dass sie diese Daten sehr vertraulich für sich behalten müssen und speichern müssen und eben nicht anderen zugänglich machen. Und wenn das gewährleistet ist, dann kann nichts passieren. Und es wird Sie nie jemand von der Sparkasse oder von einer anderen Bank fragen beim Internetbanking, dass Sie dort Geheimziffern bekannt geben sollen. Wenn das passiert, dann versucht jemand, Sie aufs Kreuz zu legen. Und deswegen immer bewusst sein, diese Daten sind nur Ihre und die geben Sie nur dann ein, wenn sie von Ihnen gefordert werden, von Ihrer Bank oder Sparkasse. Und dann sind Sie eigentlich sehr, sehr sicher. Und wir haben im Übrigen gerade aktuell von dem Fachmagazin Chip, was ja in der Internetwelt ein durchaus renommiertes ist, einen Preis bekommen für das sicherste Online-Konto in Deutschland. Und zwar für Regionalbanken. Da wurde in verschiedenen Kategorien das bewertet. Wir gehören zum Kreis der Regionalbanken und da haben wir das sicherste Online-Konto in ganz Deutschland. Und ich glaube, das ist ein Beispiel genug dafür, dass diese Zahlungen sehr sicher sind. Ich will auch nicht wieder dieses langweilige Generationsthema ansprechen, aber trotzdem nochmal, haben Sie das Gefühl, dass die jungen Leute da größeres Vertrauen haben als ältere? An der Stelle können wir es, glaube ich, uneingeschränkt bejahen. Da sind die jungen Menschen vertrauenswürdiger. Aber nochmal, es kommt immer darauf an, dass man die Daten, die man dort hat, auch sicher aufbewahrt und keinen Dritten zugänglich macht. Was ich spannend finde, ist, dass man vielleicht nochmal durch Ihre digitalen Funktionalitäten nochmal kurz, dass man die nochmal kurz anspricht. Was ist denn eigentlich alles bei Ihnen digital möglich im Online-Banking? Vieles ist da mittlerweile möglich. Also ich kann jedem nur empfehlen,
Zum einen mal auf unsere Internetseite zu gehen, www.sskm.de. Da können Sie erkennen, was alles online heute machbar ist. Ich nehme mal ein paar Themen raus, weil die, glaube ich, ganz interessant sind. Kontoauszüge kennen wir alle, Automat, Karte rein und dann kommen die Auszüge raus. Das muss heute alles nicht mehr sein. Wir haben heute die Möglichkeit, ein gesichertes elektronisches Postfach bereitzustellen über das Online-Banking, sodass Sie dort Ihre Auszüge zum einen einsehen und abrufen können, zum anderen aber auch archivieren können. Das heißt, es ist nicht mehr erforderlich, heute zum Automaten zu gehen und die Auszüge auch in Papierform auszudrucken. Ist im Übrigen ja auch für den Umweltschutz ganz gut, wenn wir uns das Papier da sparen. Ja. Wir haben die Möglichkeit, heute Zahlungen von Handy zu Handy zu machen. Da gibt es eine Funktion Quit, heißt die, also Quit sein, sagt man ja auch. Aha. So. Ja? K-W-I-T-T. K-W-I-T-T im Online-Banking. Darüber können Sie sich registrieren mit Ihrem Konto. Mhm. Und wenn Sie jetzt reinschauen und müssen mir 5,20 Euro überweisen und sehen, aha, der Ralf Fleischer ist ja auch bei Quit, mhm, dann können Sie diese 5,20 Euro über Ihr Mobile veranlassen und dann geht es bei mir ein. Es geht sogar so weit, dass Sie sagen, ich bekomme von dem Ralf Fleischer noch 5,20 Euro und dann sagen Sie ihm, bitte überweis mir die 5,20 Euro und dann gehen die direkt auch auf diesem Weg wieder zurück. Also eine sehr bequeme Möglichkeit für kleinere Zahlungen. Das ist ein, glaube ich, wichtiger Punkt. Ich finde es ganz witzig, dass Sie elektronischer Kontowecker. Ja. Also wie weckt mich mein Konto? Sie hinterlegen da gewisse Ereignisse. Zum Beispiel, dass Sie sagen, ich möchte informiert werden, wenn mein Gehalt eingeht. Oder ich möchte informiert werden, wenn mein Dispo-Kredit erreicht ist. Also Sie definieren gewisse Ereignisse und dann kriegen Sie automatisch auf Ihrem Handy eine Nachricht, Ihr Gehalt ist gerade eingegangen. Und dann wissen Sie, jetzt kann ich meine Zahlung an wen auch immer veranlassen. Oder das ist grundsätzlich ein gutes Gefühl. Genau, mein Dispo-Kredit ist erreicht, ja. Ich muss aufpassen in den nächsten Tagen und Wochen bei meinen Ausgaben. Also Sie können da gewisse Dinge hinterlegen. Und das ist eigentlich eine sehr bequeme Sache, weil Sie dann nicht permanent reinschauen müssen in die Konten, sondern Sie kriegen automatisch diese Information, sobald dieser Vorfall passiert. Mhm. Vielleicht noch ein Wort zu Prepaid-Handykarten, die man aufladen kann. Auch das ein wichtiges Thema, dass man immer wieder die Möglichkeit hat, auch sich damit ein Stück weit zu kontrollieren. Das ist ja der Sinn und Zweck. Ja. Ja. Und immer sagt, es werden gewisse Beträge bereitgestellt, die ich dann auf diesem Wege verwenden kann. Also insofern eine sinnvolle Möglichkeit, mein eigenes Verhalten ein Stück weit damit in eine gewisse Bahn zu lenken. Wir haben ja sehr intensiv vom Oktoberfest berichtet und ich habe dann auch immer mal geguckt und tatsächlich auch Leute entdeckt, die dieses Blue Code benutzt haben. Mhm. Wie war denn da jetzt Ihre Erfahrung? Das haben Sie, glaube ich, zum zweiten Mal gemacht. Erstes Mal. Oder war sogar erstes Mal. Ja. Also wir haben jetzt bei diesem Oktoberfest erstmalig dieses Blue Code-Verfahren eingesetzt. Es funktioniert so, Sie haben einen Bezahlvorgang, müssen bei dem Schausteller für die Achterbahnfahrt wiederum Ihre 8 Euro bezahlen. Und dann wird im Grunde genommen auf Ihrem Handy ein Code, Strichcode erzeugt, der dann mit einem Lesegerät abgelesen wird und die Zahlung ist damit erfolgt. Das heißt, Sie brauchen kein Bargeld mehr, sondern das läuft übers Handy. Auch hier ist wieder eine Verbindung mit Ihrem Konto vorhanden. Handy mit Konto wird verbunden, auch sicher verbunden, weil auch da die üblichen Sicherheitsverfahren gelten. Und wir haben das jetzt erstmalig beim Oktoberfest eingesetzt, haben uns erst wenige Wochen vor Eröffnung der Wiesn auch zu diesem Vorgehen entschieden, sodass wir jetzt auch einen ganz kurzen Vorlauf nur hatten. Dennoch ist es uns gelungen, 40 Schausteller und Wirte zu überzeugen, dieses Verfahren einzusetzen. Es sind insgesamt, glaube ich, 16.000 entsprechende Vorgänge dann abgewickelt worden. Und für uns war es ja zunächst mal wichtig zu erfahren, ist dieses System stabil, funktioniert es, gibt es Fehler darin? Und wir können im Nachhinein sagen, es hat funktioniert. Es ist sehr stabil gelaufen, wir hatten keine großartigen Probleme. Und insofern wollen wir dieses Verfahren jetzt ausweiten. Wir werden es jetzt
natürlich auch den Händlern in München anbieten für das tägliche Geschäft in ihren Einzelhandelsgeschäften und wollen sehen, dass wir das jetzt in den nächsten Jahren verbreitern. Im nächsten Jahr ist im Übrigen auch vorgesehen, dass die Sparkasse Finanzgruppe insgesamt dieses Verfahren einsetzen will. Also ein bequemes Zahlverfahren mit guter Sicherheit, ohne dass ich Bargeld bereithalten muss. Klarer Angriff auf das Bargeld irgendwo auch, nicht? Also, ja gut, die Tendenz ist da. Ja. Gerade jetzt bei so kleineren Zahlungen ist das Bargeld natürlich etwas, was durch diese Verfahren sukzessive auch weniger werden wird. Herr Fleischer, herzlichen Dank, dass wir mit Ihnen einmal durch die Bankenwelt streifen konnten. Hochinteressant. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich für Ihr Interesse. Dankeschön. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven.